Sechs Jahre und einen Tag nach dem deutschen Überfall auf Polen unterzeichnet Japan am 2. September 1945 die Kapitulationsurkunde. Der Zweite Weltkrieg ist beendet. Wie viele Menschen in diesem Krieg gestorben sind, wird niemand je genau wissen. Ebenso wenig den Namen des ersten oder den des letzten Opfers. Doch es sind Menschen, die in diesem Krieg gelitten und gekämpft haben. Ohne sie wären Panzer nicht gerollt, Flugzeuge nicht geflogen und Schiffe nicht gefahren. Im Krieg geht es um Menschen. Mit oder ohne Uniform. Menschen in Städten, Dörfern, Wäldern. Verbündete Fremde. Verfeindete Nachbarn. Hunderte Millionen Menschen, die sechs Jahre und einen Tag lang die Hölle auf Erden durchlebten. »1942. Der Krieg geht in sein drittes Jahr. Binnen weniger Monate haben das Deutsche Reich und Japan riesige Gebiete erobert. Gekämpft wird in Osteuropa, in Nordafrika und im Pazifikraum. Noch vor Jahresende wird sich der Verlauf des Krieges an jedem dieser Schauplätze dramatisch verändern. Aus Vormarsch wird Rückzug. Aus Siegern werden Verlierer. Aber die Gewalt bestimmt weiter das Leben von Millionen Menschen. Am 9. September 1940 waren italienische Truppen ins britisch besetzte Ägypten eingefallen. Erst im Dezember starteten die Briten eine Gegenoffensive. Mit durchschlagendem Erfolg. In weniger als 50 Stunden haben unsere Voraustrupps die italienischen Stellungen durchbrochen. Die feindlichen Divisionen, die versuchten, Sinabarani zu halten, sind abgeschnitten. Bei diesem Vorstoß in die westliche Wüste errangen unsere Truppen einen klaren Sieg. Die Soldaten des Duce, Einheimische und Italiener sind auf der Flucht. Anfang Januar 1941 hatte Hitler Pläne zur Unterstützung Italiens angekündigt. Er ernannte General Erwin Rommel zum Befehlshaber der deutschen Unterstützungstruppen, aus denen später das Deutsche Afrika-Korps hervorgehen wird. Rommels Führungsqualitäten waren immer Gegenstand von Debatten und gleichzeitig ein großer Mythos. Am 11. Februar 1941 landeten die ersten deutschen Truppen. Ende März befahl Rommel den Angriff und drängte die britischen Truppen 800 Kilometer weit zurück. Am 15. Juni 1941 startete Oberbefehlshaber Archibald Wavell die alliierte Gegenoffensive Operation Battle Axe. Ziel: die Befreiung der belagerten Stadt Tobruk. Nur drei Tage später telegrafierte Wavell der britischen Regierung: Ich bedauere, das Scheitern von Battle Axe mitzuteilen. Churchill sagte damals: Rommel hat die neu gewonnenen Lorbeeren von Wavells Stirn gerissen und in den Sand geworfen. Churchill versetzte Wavell kurzerhand nach Indien. Oberstleutnant Heinz Schmidt berichtet vom Jubel auf Seiten der Achsenmächte. Überall, wo Rommel hinkam, strahlten ihn die Truppen an. Er war auf dem besten Weg, ein Held zu werden. Für Dr. Goebbels war der Generalfeldmarschall ein Geschenk des Himmels und ein gefundenes Fressen für seine Propaganda.
Am 21. Januar 1942 startet Rommel die Gegenoffensive. Am 29. Januar erobern die Achsenmächte Benghazi zurück. Am 3. Februar erreicht das Afrika-Korps schließlich das Dorf At-Tamimi, etwa 100 Kilometer westlich von Tobruk. Mit manchen der Ortsnamen können viele der Männer, die hier kämpfen, nicht viel anfangen. Die Namen sagten uns wenig. Sidi Assis. Was würden Sie sich darunter vorstellen? Gar nichts. Es ist nur ein Name. Rommel hatte geplant, die alliierte Verteidigungslinie, die Gazala-Linie, südlich zu umfahren. Doch seine Truppen werden eingekesselt. Der Gefreite Claude Valentin kämpft auf Seiten der Alliierten. Ich entdeckte zwei Panzer etwa 1500 Meter vor uns. Wir hielten an und ich wurde misstrauisch, als ich Mündungsfeuer sah, gefolgt von einer Granate, die etwa 20 Meter neben uns einschlug. Wir rasten los. Als keine Deutschen mehr zu sehen waren, musste ich mich erst mal sammeln und bat Cutler, meine Whiskyflasche rauszuholen. Wir tranken alle einen kleinen Schluck. Aber Rommels Panzerarmee schafft es auszubrechen. Am 18. Juni stehen seine Truppen vor Tobruk. Zwei Tage später erobern sie die Hafenstadt. Rommel wollte Tobruk einnehmen, um Nachschub auf dem Seeweg bekommen zu können. Außerdem konnte er Ägypten von dort aus leichter angreifen. Nach dem Fall von Tobruk bringen konservative Abgeordnete im britischen Unterhaus einen Misstrauensantrag gegen die Regierung ein. Einer von ihnen erklärt: Dieses Parlament zollt dem Heldentum und der Ausdauer der königlichen Streitkräfte Anerkennung, hat aber kein Vertrauen in die übergeordnete Strategie. Rommels Image als Supergeneral diente in gewisser Weise als Entschuldigung für die britischen Streitkräfte. Warum werden wir besiegt? Weil wir gegen einen Übermenschen kämpfen. Nicht, weil unsere Taktik schlecht ist, unsere Ausrüstung schlecht ist und unsere Führung die Sache nicht im Griff hat. Allerdings ist der Hafen von Tobruk zu klein, um ihn als Basis nutzen zu können. Das erschöpfte Afrika-Korps marschiert weiter, nach Ägypten, bis nach El Alamein, 100 Kilometer vor Alexandria. Ein Stabsoffizier schreibt über die erste Schlacht von El Alamein: Auf dem Papier schienen wir die Schlacht gewonnen zu haben, aber der Preis war zu hoch. Die Panzergruppe war verschlissen. Es wurde bald klar, dass nur noch ein Weg übrig blieb, ein allgemeiner Rückzug aus der Kyrenaika. Der Kriegsschauplatz wird immer größer. Es gibt immer mehr Akteure und womöglich noch viele Akte, bis diese Tragödie beendet ist. Am 13. August übernimmt Lieutenant General Bernard Montgomery das Kommando über die 8. Armee. Den meisten Soldaten bedeutete das allerdings relativ wenig, erinnert sich Jock Watt, damals Leutnant bei der britischen Armee. Es war uns völlig egal, wer das Kommando hatte. Alles, was wir wollten, war Fronturlaub in Kairo. Wir lebten von Tag zu Tag. Wer an den Hebeln der Macht saß, interessierte uns nicht. An seinem ersten Tag als Befehlshaber konfrontiert Montgomery Generalstabschef Freddy de Guingamp. Freddy, mein Freund, ihr Jungs scheint hier ein ziemliches Durcheinander angerichtet zu haben. Er war ein eigenwilliger Typ. Er trug nicht die vorgeschriebene Uniform. Er hatte einen komischen Akzent. Er war ein Typ, den viele Soldaten ins Herz schlossen. Fast wie ein Maskottchen. Montgomery wartet auf den richtigen Moment. Dann, in der Nacht vom 23. auf den 24. Oktober, startet er eine Großoffensive gegen Rommels Panzerarmee Afrika. Die zweite Schlacht von El Alamein beginnt mit massivem Artilleriebeschuss. Natürlich wurde auch Leuchtkugelmunition eingesetzt. Die Nacht wurde zum Tag. Die Kugeln pfiffen nur so durch die Luft. Aber wir machten einfach immer weiter. Hätten wir uns bei jedem Pfeifen auf den Boden geschmissen, wären wir gar nicht mehr hochgekommen. Ich stand neben unserem Zugoffizier und er sagte zu mir: Evie, wir werden diesen Krieg gewinnen. You're gonna win this war.
Private Percy Gradwick war Goldsucher in Westaustralien. Briefe, die er an einen Freund in Port Hedland schrieb, sind erhalten geblieben. Endlich hörst du von mir, altes Haus. Tut mir leid, dass ich nicht früher geschrieben habe. Aber was das Schreiben angeht, ist der Krieg wie der Dschungel. Für seinen Einsatz im Gefecht wird Gradwick ausgezeichnet. Ein Augenzeuge berichtet: Plötzlich, ohne Vorwarnung, zog Percy eine Granate heraus, stand auf und rannte vorwärts, sein Gewehr in der linken Hand. Es war verrückt. Er war so schnell, dass die Deutschen gar nicht merkten, wie ihnen geschah. Percy Gradwick wird getötet. Eine Woche zuvor hatte er seinen 40. Geburtstag gefeiert. Es ist eine Schlacht, in der Tausende von Männern weit weg von ihrer Heimat um ihre Leben kämpfen. Am 29. Oktober schreibt Rommel seiner Frau: Ich habe nicht mehr viel Hoffnung. Nachts liege ich mit offenen Augen und kann nicht schlafen, wenn ich an die Last denke, die auf meinen Schultern liegt. Der große Rommel-Mythos entstand kurioserweise größtenteils auf britischer Seite. Sie bewunderten ihn, weil er sie ständig besiegte, vor allem in der Wüste. Viele Deutsche dagegen vertraten die Ansicht, Rommel sei ein überschätzter Kommandeur, der leichtfertig mit dem Leben seiner Männer umging und keine Ahnung von Logistik hatte. 100.000 deutsche und italienische Soldaten stehen 230.000 Alliierten gegenüber. Am 1. und 2. November entwickelt sich eine heftige Panzerschlacht. Diese gewinnen Montgomerys Männer, denen mehr als doppelt so viele Panzer zur Verfügung stehen. Das Afrika-Korps ist so gut wie geschlagen. Ab der zweiten Schlacht von El Alamein waren die Alliierten strategisch gesehen in der Offensive. Am 3. November hat Rommel nur noch 30, höchstens 35 funktionsfähige Panzer. Er will den Rückzug antreten, um nicht in die Hände der Briten zu geraten. Dafür erbittet er Handlungsfreiheit. Am selben Tag erhält Rommel eine Nachricht von Hitler. In der Situation, in der Sie sich befinden, gibt es keinen anderen Gedanken, als standhaft zu bleiben, keinen Meter Boden nachzugeben und jede Waffe und jeden Mann in die Schlacht zu werfen. Ihren Truppen können Sie keinen anderen Weg zeigen, als den zum Sieg oder zum Tod. Hier ein Vorfall, der sich gerne hundertfach wiederholen darf. Ein deutscher Panzer wird ausgeschaltet, ein Überlebender ergibt sich und unsere Jungs machen direkt weiter. Am 4. November ordnet Rommel den Rückzug des Afrika-Korps aus El Alamein an. Gegen den ausdrücklichen Befehl Adolf Hitlers. Eines Morgens sahen wir ein großes Feuer. Ein Erkundungstrupp wurde losgeschickt und kam mit der Meldung zurück, dass der Rückzug der Deutschen in vollem Gange war. Der geschlagene Feind wurde weiterverfolgt. Diesmal sollte es kein Entrinnen geben. Mit dem Rückzug nach Libyen verhindert Rommel zwar fürs Erste die komplette Vernichtung des Afrika-Korps. Aber die Verluste sind enorm. Es ist der erste große Sieg der Alliierten in diesem Krieg. Churchill befiehlt in Großbritannien, die Kirchenglocken läuten zu lassen. Und während Rommel sich, verfolgt von den Alliierten, nach Westen zurückzieht, nähern sich die ersten US-amerikanischen Truppen Nordafrika. Mein Schiff brachte die ersten amerikanischen Truppen nach Casablanca und Nordafrika. Erst nach 3 Tagen auf See wurde uns gesagt, wohin wir fuhren. Wir waren die ersten US-Truppen, die sich Hitler entgegenstellten und gegen Rommel kämpften. Am 8. November startet die Operation Torch. Die Landung von US-amerikanischen und britischen Truppen in Nordafrika.
ersten Sonnenstrahlen kamen sie ans Land. Es ist das ermutigendste Zeichen für die Wende des Schicksals, das wir bisher erleben durften. Die Truppen der Achsenmächte stehen nun zwischen zwei Fronten, müssen Tobruk und Ende Januar 1943 auch Libyen aufgeben. In Tunesien kommt es zum ersten größeren Gefecht zwischen dem Afrikakorps und US-Truppen. In der Schlacht am Kasserinpass im Februar 1943 fügen die Achsenmächte den Amerikanern eine schwere Niederlage zu. Der Panzer im Hintergrund ist zum Stehen gekommen. Seine Besatzung bedient noch immer das Maschinengewehr. Ein Soldat gibt zu: Wir haben einfach den Kopf verloren. Royal Air Force Unteroffizier Peter Baxter schreibt in sein Tagebuch: Die Amerikaner sind schlecht auf die Schlacht vorbereitet. Vielleicht wissen sie auch nicht so genau, warum sie überhaupt gegen die Deutschen kämpfen sollen. Die Amerikaner reagieren. Der frontunerfahrene Befehlshaber Lloyd Fredendall wird abgesetzt. Das Kommando geht an Lieutenant General George S. Patton. Die Alliierten erobern den Kasserinpass zurück und schließen die Truppen der Achsenmächte ein, die im Mai 1943 schließlich kapitulieren. Der Kriegseintritt der USA in Nordafrika und mehr noch die Entwicklungen an der Ostfront senden starke Signale. Es ist jetzt ein anderer Krieg. Und auch im Pazifik haben sich im Jahr 1942 die Vorzeichen des Krieges umgekehrt. Das Heer hatte in der Regel mehr politische Macht als die Marine. Beide verfolgten ganz unterschiedliche Strategien. Diese politische Uneinigkeit hat die japanischen Kriegsanstrengungen bis 1945 beeinträchtigt. Die japanische Heeresführung drängt auf die Besetzung des südlichen Teils von Neuguinea. Der Flottenstab unter der Führung von Admiral Yamamoto plädiert dafür, gegen die amerikanische Pazifikflotte in die Schlacht zu ziehen. Am 18. April bekommt Yamamoto zusätzliche Argumente. An diesem Tag starten 16 umgerüstete B-25-Bomber vom Flugzeugträger USS Hornet zu einem Überraschungsangriff auf Tokio. Es ist der erste Angriff auf die japanischen Heimatinseln. Der Schaden ist gering, die psychologische Wirkung umso größer. Benannt nach James Doolittle, dem militärischen Leiter, geht die Aktion als Doolittle Raid in die Geschichtsbücher ein. Den Flugzeugen fehlt allerdings die Reichweite, um zum Flugzeugträger zurückzukehren. Sie fliegen darum weiter nach China. Als Reaktion darauf erhält Japans China-Expeditionsarmee den Befehl, die Luftwaffenstützpunkte in Zhejiang und Jiangxi zu zerstören, damit die Amerikaner dort in Zukunft nicht landen können. Es wird ein Rachefeldzug. 180.000 Soldaten werden mobilisiert. Zwischen Mitte Mai und Anfang September werden auf japanischer Seite 36.000, auf chinesischer Seite 70.000 Soldaten getötet. Doch Soldaten sind bei weitem nicht die einzigen Opfer. Japan hatte offensichtlich kein Problem damit, der Armee freie Hand zu lassen, um die Zivilbevölkerung zu terrorisieren. Und es hatte auch keine Angst um seinen Ruf in diesem modernen Krieg. Eine Chinesin namens Chen gibt nach dem Krieg zu Protokoll: In den Bergen brachte eine Frau ein Kind zur Welt. Ein Neugeborenes schreit natürlich sehr laut. Hätten die japanischen Soldaten es gehört, hätten sie alle jungen Mädchen im Dorf vergewaltigt und ermordet. Es war schrecklich, aber wir entschieden uns, das Baby zu töten. Der Streit im japanischen Oberkommando endet mit einem Kompromiss. Beide Seiten wahren ihr Gesicht. Aber die Doppelstrategie soll sich als fatal erweisen. Der 4. Mai markiert den Auftakt zur Schlacht im Korallenmeer. Vom Flugzeugträger USS Yorktown starten Luftangriffe gegen japanische Schiffe, die auf dem Weg nach Port Moresby sind, dem strategisch wichtigsten Ort auf Neuguinea. Die Japaner waren bis dahin bei jedem Gefecht siegreich gewesen.
Nichts hatte sie aufhalten können. Bei den alliierten Truppen hatte sich eine Art Mythos entwickelt, die Japaner seien unbesiegbar und nicht zu stoppen. Am 7. Mai orten sich die beiden Flotten gegenseitig mit Aufklärungsflugzeugen. Während der ganzen Seeschlacht werden die feindlichen Schiffe nie in Sichtweite zueinander kommen. Bei der Schlacht im Korallenmeer mussten die Admirale auf beiden Seiten oft innerhalb von Sekundenbruchteilen entscheiden, wann sie von ihren Flugzeugträgern einen Angriff starten sollten und auch in welche Richtung. All das auf Grundlage unvollständiger Informationen. Der amerikanische Flugzeugträger Lexington wird getroffen und aufgegeben. Der japanische Flugzeugträger Shokaku wird außer Gefecht gesetzt und muss sich zurückziehen. Die Soikaku bleibt zwar unbeschädigt, verliert aber 40% ihrer Flugzeuge. Auch die Amerikaner erleiden schwere Verluste an Flugzeugen. Die letzte Nachricht eines US-Piloten: Okay, macht's gut, Leute. Denkt dran, wir haben einen 1000-Pfund-Treffer auf dem Deck gelandet. Es heißt, die Schlacht im Korallenmeer sei ein taktischer Sieg für die Japaner gewesen. Wahrscheinlich stimmt das. Immerhin versenkten sie den Flugzeugträger Lexington zu einer Zeit, als es noch nicht viele Flugzeugträger gab. Aber ihre Invasionspläne mussten sie fallen lassen. In diesem Sinne war es ein Sieg für die Alliierten. Die Schlacht im Korallenmeer zwingt Japan, die Pläne für eine Invasion Neuguineas vom Wasser her aufzugeben und es stattdessen über den Landweg zu versuchen. Die Zeit für Yamamotos Plan ist gekommen. Die Vernichtung der US-Marine. Das soll weitere Angriffe auf die japanischen Inseln unmöglich machen und jede andere Bedrohung durch die Amerikaner im Pazifik ausschließen. Der Schauplatz des Gefechts? Die Midway-Inseln, westlich von Hawaii. Es ist der äußerste Vorposten der USA im Zentralpazifik. Bei Midway wollten die Japaner die US Navy vernichten. Sie wollten sie in eine Falle locken und zerstören. Aber der geheime Plan der Japaner bleibt nicht geheim. Joseph Rochefort und sein Team von Codeknackern entschlüsseln abgefangene Funksprüche. Die USA sind gewarnt. Admiral Nimitz wird Rochefort später mit den Worten loben: Diesem Offizier gebührt ein großer Teil der Anerkennung für den Sieg bei Midway. Nimitz schlägt Rochefort auch für einen hochrangigen Orden vor. Aber interne Eifersüchteleien führen dazu, dass ihm die Auszeichnung erst 1985 zugesprochen wird, fast 10 Jahre nach seinem Tod. Rochefort pflegte zu sagen: Wir können alles erreichen, solange es niemanden kümmert, wer die Lorbeeren erntet. Die Schlacht um Midway beginnt am 4. Juni. Admiral Nagumos erste Luftflotte attackiert Flugplätze und andere Einrichtungen auf den Midway-Inseln. Große Schäden richten die japanischen Bomber aber nicht an. Admiral Nagumo beschließt, eine zweite Angriffswelle fliegen zu lassen. Er befiehlt, die verbleibenden Flugzeuge von Torpedos auf Bomben umzurüsten. Schließlich sichtet ein japanisches Aufklärungsflugzeug die amerikanische Flotte. Sofort lässt Admiral Nagumo die Umrüstung der Flugzeuge stoppen. Um 10.20 Uhr gibt Admiral Nagumo den Einsatzbefehl. Nur noch 5 Minuten bis zum Start. Der Sieg scheint zum Greifen nah. Doch in diesen 5 Minuten wird sich der Verlauf der Schlacht und des Krieges entscheidend verändern. In diesen 5 Minuten greift Commander Wade McCluskey vom Bombengeschwader 6 der USS Enterprise
mit 37 Sturzkampfbombern an. Die Bomber rasen aus großer Höhe auf die japanischen Flugzeugträger zu. Der Träger Agaki wird als erster getroffen. Anschließend die Kaga. Und mit Unterstützung weiterer Sturzkampfbomber des US-Trägers Yorktown, die Soryu. Später wird auch der letzte verbleibende japanische Träger, die Hiryu, außer Gefecht gesetzt. Die Japaner verloren 4 ihrer wichtigsten Flugzeugträger, wahrscheinlich 4 ihrer 6 besten, mit allen Flugzeugen. Die japanische Wirtschaft war zu klein, um diese Verluste zu ersetzen. In wenigen Minuten haben die Amerikaner das Herzstück der japanischen Seestreitkräfte vernichtet. Über 3000 japanische und mehr als 300 US-Soldaten werden getötet. Was den weiteren Verlauf des Krieges angeht, ist die Schlacht von größter Bedeutung. Die Alliierten änderten jetzt ihre Einstellung und ihre Strategie. Sie gingen von der Defensive in die Offensive. Die Nachricht aus Midway wird Premierminister Tojo in typisch verklausulierter Sprache zugetragen. Moritake Tanabe schreibt ihm: Die Marine hat einen großen Fehler begangen. Und Admiral Nobutake räumt ein: Unsere Streitkräfte erlitten einen so entscheidenden Rückschlag, dass die Einzelheiten geheim gehalten wurden. Ein japanischer Marinekapitän, in der Schlacht verwundet, sagt: Ich hatte keinen Kontakt zur Außenwelt. Alle Verwundeten von Midway wurden so behandelt. Es war, als wäre man ein Kriegsgefangener des eigenen Volkes. In den Jahren 1943 und 1944 stellen die japanischen Werften insgesamt 10 neue Flugzeugträger fertig, die amerikanischen dagegen 21. Und die 200 gefallenen japanischen Elitepiloten sind unersetzlich. Das Wichtigste an Midway ist aber nicht der Sieg selbst. Das Wichtigste sind die Konsequenzen daraus. Und die sind unumkehrbar. Flugzeugträger, von denen aus Luftstreitkräfte eingesetzt werden konnten, wurden zur entscheidenden Kraft auf See. Japan hat in kürzester Zeit gigantische Gebiete erobert. Aber sie bestehen zu großen Teilen aus Wasserfläche. Nach der Schlacht bei Midway wird aus dem Pazifik allmählich ein amerikanischer Ozean. Auch an Land geraten die Japaner langsam in die Defensive. Es ist ein schmerzhafter Prozess mit vielen Opfern. 1. Februar 1942. In Singapur, auf den Philippinen und in anderen Ländern Südostasiens wird gekämpft. Auf der Insel Ambona werden 10 australische Kriegsgefangene, die sich den Japanern ergeben hatten, mit Bajonetten erstochen. Max Gilbert ist einer der gefangenen Australier. Wir waren wie Lämmer, die zur Schlachtbank geführt wurden. Wir waren nur 1100 Mann und etwa ebenso viele niederländisch-ambonesische Soldaten. Deshalb waren die Kämpfe schnell vorbei. Ende Januar, Anfang Februar kapitulierten die Holländer und ab da war ich Kriegsgefangener. Bis dahin war ich keinem einzigen japanischen Soldaten begegnet. Am 4. Februar werden weitere 30 australische Kriegsgefangene erstochen oder enthauptet. Der dafür verantwortliche Leutnant sagt: Sie wurden einer nach dem anderen zu der Stelle gebracht, an der sie sterben sollten, und mussten sich mit verbundenen Augen hinknien. Die Männer traten einer nach dem anderen aus den Reihen, um die Gefangenen mit dem Schwert zu enthaupten oder ihnen das Bajonett in die Brust zu stechen. Am nächsten Tag werden weitere 30 australische und niederländische Kriegsgefangene auf ähnliche Weise getötet. Und so geht es weiter. Und weiter. General Thomas Blamey, Befehlshaber der australischen Truppen und ein Veteran aus dem Ersten Weltkrieg, sagt: Der Kampf gegen die Japaner ist nicht wie der Kampf gegen normale menschliche Wesen. Wir haben es nicht mit Menschen zu tun, wie wir sie kennen.
In der Geschichte des Zweiten Weltkriegs reihen sich Grausamkeiten wie diese aneinander. Und in diesem Krieg sterben viel mehr Zivilisten als Soldaten. Auch jenseits der Schlachtfelder gibt es unvorstellbare Gewalt. Im Ghetto der weißrussischen Stadt Minsk werden am 2. März 1942, am Tag des Purimfests, 3.412 Juden von SS-Leuten ermordet. Zwei Monate zuvor war der erste Transport aus dem polnischen Ghetto Litzmannstadt zum Vernichtungslager Kulmhof gestartet, auch bekannt als Chełmno. An Bord polnische Juden sowie Sinti und Roma. Abraham Goldberg war Augenzeuge. Sie zäunten einen quadratischen Block ab, gesichert mit zusätzlichem Stacheldraht. Drumherum ein 2 Meter tiefer, 2 Meter breiter Graben. Über 4000 Sinti und Roma werden in LKWs vergast und in den umliegenden Wäldern verscharrt. Insgesamt werden rund 150.000 Menschen allein in Chełmno ermordet. Die meisten von ihnen sind Juden. Ja, das war schon damals bekannt. Aber das führte nicht zu Taten oder zum Widerstand gegen das Regime. Das Thema wurde damals einfach nicht als wichtig genug angesehen. Am 20. Januar 1942 hatten hochrangige Nazis auf der Wannsee-Konferenz die logistische Umsetzung der sogenannten Endlösung diskutiert und damit das Schicksal von 11 Millionen europäischen Juden. Anwesend waren hochrangige Vertreter des NS-Regimes. Wesentliche Teile des Staats- und Parteiapparats werden zu Komplizen des Völkermords. Adolf Eichmann, der als Leiter des sogenannten Judenreferats den systematischen Massenmord koordiniert, erklärt später: Es ging ums Töten, Eliminieren und Vernichten. Im Warschauer Ghetto leben fast 500.000 Juden, eingepfercht auf engstem Raum. Bis die Deportationen ins Vernichtungslager Treblinka beginnen, sterben hier an die 100.000 Menschen infolge von Hunger und Krankheiten. Abraham Levin schreibt in sein Tagebuch: Aufruhr und Terror sind entsetzlich. Mütter verlieren ihre Kinder. Eine schwache alte Frau muss getragen werden. Der Rabbiner aus der Dzielnastraße 17 wurde festgenommen, genau wie Kinder auf der Straße. Die Frage ist doch, wie war es möglich, dass diese Menschen, Deutsche mit normalen Moralvorstellungen, derart abscheuliche Verbrechen begehen konnten, ohne zu begreifen? Seht ihr nicht, dass das Menschen sind? Seht ihr die Tränen nicht? Moshe Fischmann gehört zu denen, die in Waggons verfrachtet werden. Wir mussten uns in einer Reihe aufstellen. Ich wurde zur Seite gestoßen. Meine Schwester hatte ein Baby. Sie umklammerte es bis zum Tod. Wer würde das nicht tun? Als Abraham Levins Frau mitgenommen wird, schreibt er: Sonnenfinsternis, universelle Schwärze. Meine Luba wurde mitgenommen. Wir wissen nicht genau, wie viele Menschen in Polen überlebt haben. Es ist aber wichtig zu sagen, dass viele der Überlebenden Hilfe von der polnischen Bevölkerung bekamen. Die Gaskammern in Treblinka werden im Sommer 1942 fertiggestellt. Am 23. Juli kommt der erste Zug mit Juden aus dem Warschauer Ghetto an. Sie schossen in die Menge, damit es schneller ging. Sie scheuchten sie zur Bahnstrecke und pferchten sie in Viehwaggons. 80 bis 100 Leute, nur Stehplätze, kein Essen, kein Wasser, keine Toilette, nichts. Niemand wusste, wohin die Reise ging. Wohin brachten sie die Menschen, wohin die Kinder? Das Schienennetz nutzten die Deutschen mit enormer Effizienz. So verfrachteten sie die Juden aus allen Ecken Europas in die Konzentrationslager. Der polnische Dichter Władysław Szlengel schreibt über den falschen Bahnhof in Treblinka:
Es gibt keinen Kassierer, keinen Gepäckträger. Nicht für 1 Million bekommst du eine Rückfahrkarte. Keiner wartet auf dem Bahnhof. Keiner winkt mit einem Taschentuch. Nur Schweigen in der Luft. Bringt der Krieg böse Menschen hervor? Oder das Böse im Menschen? Junge amerikanische Marines auf der Salomoninsel Guadalcanal enthaupten 3 japanische Kriegsgefangene und stecken ihre Köpfe auf Pfähle. Ihr Kommandeur sagt ihnen, sie verhielten sich wie Tiere. Einer der Marines antwortet: Das stimmt, Colonel. Wir sind Tiere. Wir leben wie Tiere. Wir essen und werden behandelt wie Tiere. Was erwarten Sie denn? Die Salomonen, eine strategisch wichtige Inselgruppe mit knapp 1000 Inseln, liegen vor dem Nordostkap Australiens. Die Japaner nennen die Hauptinsel Gadarukararu, die Amerikaner schlicht Kaktus. Tatsächlich heißt sie Guadalcanal. Guadalcanal war der erste echte Tiefschlag für die Japaner in diesem Krieg. Hätten sie besser aufgepasst, wären ihre Befehlshaber strategisch geschickter gewesen, dann hätten sie die Insel besser befestigt, bevor die Amerikaner kamen. Die japanischen Truppen waren im April 1942 auf der Südseeinsel gelandet, während des japanischen Vormarschs im westlichen Pazifik. Am 5. Juni hatte der US-Geheimdienst die Information erhalten, dass die Japaner auf Guadalcanal einen Luftwaffenstützpunkt bauen. Damit bekommt die Insel eine neue strategische Bedeutung. Auf diesem Flugplatz wollten sie Flugzeuge stationieren, deren Reichweite die gesamten Salomoninseln und das Korallenmeer weiter im Süden abgedeckt hätte. Durch raue, weitgehend unkartierte Gewässer kommen die Kreuzer und Zerstörer der Pazifikflotte. Sie bereiten den Weg für die Invasionsstreitkräfte der US Marines. Am 7. August landen die amerikanischen Streitkräfte auf Guadalcanal. Es ist ihre erste Landung im Pazifik überhaupt. Auf einer Insel, deren Name für immer in die amerikanische Geschichte eingehen wird. Sie stoßen auf wenig Widerstand. Innerhalb von 2 Tagen bringen die USA rund 19.000 Marineinfanteristen an Land. Die japanischen Streitkräfte, knapp 2.200 Mann und hauptsächlich Bauarbeiter, sind völlig überrascht. Sie ziehen sich in die Berge zurück. Der Henderson-Flugplatz, benannt nach einem Marinepiloten, der in der Schlacht von Midway gefallen ist, wurde am 8. August eingenommen. Rauchwolken über der Küste. Die Amerikaner haben die Japaner von einem wichtigen Sprungbrett nach Australien vertrieben. Doch die Freude ist zu früh. In der Nacht nach der Landung stellt ein japanischer Flottenverband aus 7 Kreuzern und 1 Zerstörer die alliierten Streitkräfte. Schauplatz: der 15 Kilometer breite Kanal zwischen Guadalcanal und Savo Island. Die Japaner versenken zusammen 4 amerikanische und australische Kreuzer. 1024 alliierte Seeleute und 69 japanische Soldaten sterben. Nach der Schlacht vor Savo Island zieht sich die US-Marine erst einmal zurück. Die Landungstruppen auf Guadalcanal bleiben vorerst ohne Unterstützung. Die Marines halten nach erfolgreicher Invasion trotz japanischer Gegenwehr das eroberte Territorium. Am 18. August bekommen die Japaner auch noch Verstärkung. In einem Bericht schwärmt ein Marinesoldat, der sich der Insel näherte, von der üppigen Idylle, die sich ihm vom Meer aus bot. Als er die Insel später verließ, bezeichnete er sie nur noch als grüne Hölle. In einem japanischen Schriftstück heißt es: Erfolg oder Misserfolg bei der Rückeroberung von Guadalcanal,
sei die Weggabelung auf der Straße zum Sieg. Am 21. August schlagen die Japaner zu. Sie greifen nachts an, denn sie halten die Amerikaner für Weichlinge, die nicht gerne im Dunkeln kämpfen. Viele Einzelheiten des Gefechts sind bis heute unklar oder umstritten. Das Ergebnis jedoch nicht. Die amerikanischen Verluste sind gering, die japanischen dagegen immens. Der japanische Kommandeur, Oberst Ichiki, nimmt sich nach der Schlacht das Leben. Der Sieg hebt die Kampfmoral der Amerikaner. Die Japaner sind auch an Land zu schlagen. Marinesoldat William Haggie schreibt in sein Tagebuch: Im Radio sagen sie, dass die Schlacht vom Freitag das größte Gemetzel der Geschichte war. Ein Lied, das japanische Soldaten auf dem Weg zum Schlachtfeld singen, hat diesen Text. Über das Meer, Leichen im Wasser, über den Berg, Leichen auf dem Feld. Nur für den Kaiser werde ich sterben. Ich werde nie zurückblicken. Im Dezember 1942 erklärt General Toyo Hideki, seit Oktober 1941 auch japanischer Premierminister: Unser Reich steht an der Schwelle zwischen Ruhm und Untergang. Die Schlacht um Guadalcanal dauert bis zur endgültigen Evakuierung der Insel durch die Japaner Anfang Februar 1943. Insgesamt werden rund 7000 Amerikaner getötet, während über 20.000 Japaner umkommen. Im Kampf, aber auch durch Krankheiten. 75% der japanischen Verluste waren keine direkten Folgen der Schlacht selbst. Die 1. US-Marinedivision hatte über 10.000 Verluste, davon etwa 1.500 im Gefecht, die restlichen durch Krankheiten. Niemand kann ahnen, wie lang, wie bitter und blutig der Weg ist, der noch vor ihnen liegt. Der Weg nach Tokio. Die Schlacht im Korallenmeer hat die japanischen Pläne durchkreuzt. Die Einnahme von Port Moresby, der Hauptstadt Papua-Neuguineas, über den Seeweg ist vom Tisch. Port Moresby war wichtig. Die Japaner wollten dort ihre südliche Verteidigungslinie festigen. Außerdem hätten sie von da aus die Städte im Norden Australiens angreifen und die Handelsverbindung zwischen Australien und den USA kappen können. Die Alternative zu einer Landung von Truppen per Schiff ist der Angriff von der Landseite. Aber dafür müssen die Soldaten zuerst das Owen-Stanley-Gebirge überqueren. Das Gelände war entscheidend. Das gewaltige Owen-Stanley-Gebirge bestimmte in vielerlei Hinsicht den Kampf in Kokoda. Ein australischer Offizier beschreibt das Terrain ganz einfach so: Berge, Berge, Berge und noch mehr Berge. Furchtbar. Ein Flugfeld in Buna, an der Nordküste von Neuguinea. General Douglas MacArthur, alliierter Befehlshaber im Westpazifik, will es sich für künftige Operationen sichern. Im Juli wird eine kleine australische Truppe von Port Moresby aus losgeschickt, um nach Buna zu marschieren. Die Route trägt den Namen eines kleinen Dorfs entlang der Strecke, Kokoda. In dieser Region gab es kaum Infrastruktur. Auf der Kokoda-Route konnten keine Lastwagen fahren, um die Soldaten zu versorgen. Alles musste getragen werden. Ein japanisches Vorauskommando unter Oberst Yosuke Yokoyama landet am 21. Juli an der Nordküste. Die Japaner marschieren auf die ahnungslosen und zahlenmäßig weit unterlegenen Australier zu. Sie wollten auf der Kokoda-Route genau die gleiche Taktik anwenden, die schon in Britisch-Malaya erfolgreich gewesen war. Die Soldaten sollten mit Fahrrädern durch den Dschungel fahren. Nur schätzten die Japaner das Gelände völlig falsch ein. Am 23. Juli kommt es zur ersten Feindberührung. Aus dem Tagebuch eines Australiers. Nachdem Lieutenant Colonel Owen so viele Vorräte, Materialien und Gebäude in Kokoda wie möglich zerstört hatte,
zog er sich mit seinen Truppen zurück. Es ist der Beginn eines umkämpften Rückzugs der Australier nach Port Moresby. Doch im September wendet sich das Blatt. Die Alliierten bekommen Verstärkung, während die Versorgungslage der Japaner immer schlechter wird. Es regnete in Strömen. Eine lange Reihe hundemüder Männer mühte sich ab, Verwundete den Berg runterzubringen. Für die Japaner ist es der Anfang vom Ende. Ein Landungsversuch von zusätzlichen Truppen wird zurückgeschlagen. Zum ersten Mal überhaupt scheitert eine japanische Landung vom Wasser aus. Sie kamen und stellten ein Maschinengewehr neben einem Baum auf. Sobald der Schütze getötet wurde, nahm ein anderer seinen Platz ein. So ging das stundenlang. Der Sohn von jemandem, der Vater von jemandem, der Ehemann von jemandem. Am 2. Januar 1943 fällt Buna an die Alliierten. Die Helden von Buna sind müde. Sie haben dem Tod ins Auge gesehen und lächeln trotzdem noch. Aber sie wissen auch, der Kampf gegen Japan fängt gerade erst an. Der Pazifikkrieg tobt auf dem Meer und im Dschungel. Und in Europa beginnt Ende Juni 1942 Hitlers Fall Blau, die Sommeroffensive der Wehrmacht in der Sowjetunion.